Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Symbol 4 mit mir zusammen. Ich bin der Dennis, spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns heute auf der neuen Strecke Salzburg-Rosenheim und vielleicht habt ihr ja schon erkannt, wo wir uns befinden. Ja, richtig, wir befinden uns in Salzburg und wir haben heute die Aufgabe, unseren Fernzug bis nach Rosenheim zu fahren. Und zwar das Ganze nonstop. Bevor ich euch meinen Zug für heute zeige, wollte ich euch mal so ein bisschen die Szenerie hier zeigen in Salzburg, weil das haben wir ja im letzten Video oder im ersten Video von der neuen Strecke gestern nicht gesehen. Und deswegen wollte ich euch das mal so ein bisschen zeigen hier im Fotomodus. Dort vorne steht noch eine, ja, eine Vorarlberg S-Bahn, S-Bahn Vorarlberg, wie auch immer, die hier gleich einfahren wird. Dort sind sie noch am Baggern. Wahrscheinlich kommt dort noch ein bisschen was Bahntechnisches hin. Vielleicht ein Gebäude oder sowas. Vielleicht auch noch andere Gleise, die hier verlegt werden. Hier liegen auf jeden Fall schon die, ja, die Schwellen, hätte ich fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Es könnte darauf hindeuten, dass hier neue Gleise gebaut werden, weil hier auch das Material dazu liegt. Ja. Wie gesagt, das könnte durchaus möglich sein, dass hier noch ein wenig Gleise verbaut werden, hingelegt werden, verlegt werden, wie auch immer. Hier sind die Herrschaften noch am diskutieren, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Ich würde sagen, ich genieße erstmal, Entschuldigung, ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen klarer hier. So, damit das auch mal wieder ein bisschen klarer wird. Wie gesagt, das könnte natürlich darauf hindeuten, dass hier ein wenig, dass hier noch ein paar Gleise verlegt werden. Das kann natürlich sein. Das auf jeden Fall hier ist der Salzburger Hauptbahnhof und Salzburg an sich. Eine wunderschöne Stadt in Österreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dort vorne, ihr seht es, dort sind sie auch noch am Bauen. Also wie gesagt, eine schöne. Ein schöner Hauptbahnhof, ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr. Also hier würde ich sagen, sind es auch noch ein paar Gleise am Verbauen. Das wird hier wahrscheinlich komplett neue Gleise verlegt, soll das zumindest darstellen. Ob das jemals so wird, wahrscheinlich eher nicht. Dort steht noch ein 1, 2, 3, ja, hier noch mehr Güterwaggons rum, dort auch. Das auf jeden Fall hier ist der Salzburger Hauptbahnhof. Können wir hier mal so ein bisschen rüber gehen. Da scheint hier so eine Art Verladerampe zu sein. Wahrscheinlich werden hier noch Sachen für die Bahn angeliefert oder hier ist eine externe Firma. Das kann natürlich auch sein. Ja. Das auf jeden Fall dazu. Dort wird das Anliefern schon ein bisschen schwerer, weil dort die Gleise üppig sind. Aber ja. Hier stehen noch, ist wahrscheinlich der BW, auf jeden Fall der Abstellplatz für Züge und Waggons. Dort stehen noch ein paar IC-Bahn, ein paar S-Bahn, Vorarlberg. Und ja, dann haben wir hier noch so eine kleine, ja, so einen kleinen Lagerplatz, möchte ich fast sagen. Ihr seht es alles voller Paletten, ein paar Dixi-Klos sind dabei, Kabeltrommeln. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir das soweit kennengelernt. Berge überall hier, logischerweise, wir sind in Österreich. Begeben wir uns zu unserem Zug. Das ist nämlich unsere Aufgabe heute. Ihr seht mal, hier ist noch eine schöne kleine Drehscheibe. Muss ich auch mal irgendwann probieren, ob die funktionstüchtig ist. Es gab ja schon mal die, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, wo ich die Drehscheibe bedient habe und auch einen Zug in die Halle gefahren habe. Wäre vielleicht eine Idee, in einem der nächsten Videos das Ganze auszutesten, ob die funktionstüchtig ist, ob die sich bedienen lässt. Und dann fahren wir mal einen Zug hier in die Halle rein. Es ist nur schade, dass hier das Tor, dass hier sämtliche Türen zu sind oder der Tore zu sind. Vielleicht wird es ja gehen, wenn ich hier mal die Drehscheibe dann bediene, dass auch vielleicht ein Tor sich öffnet. Das alles in einem der nächsten Videos hier auf der neuen Strecke Salzburg-Rosenheim. So, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt zu unserem Zug. Und sehen zu, dass wir unsere Fahrgäste einsteigen lassen und uns dann auf den Weg nach Rosenheim machen. Wir müssen unseren Zug noch komplett aufrüsten.
Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, begeben wir uns zu unserem Zug. Wir können ja vielleicht noch mal einen kleinen Schwenk, wenn wir hier schon mal an den Bahnsteigen sind, eventuell ins Unterirdische gehen, wenn das möglich ist. Das möchte ich jetzt gar nicht so versprechen, aber es scheint möglich zu sein. Da wollen wir das mal tun, uns begeben in die Katakomben. Katakomben. Ist aber schwer, das Wort. Ist das wirklich so schwer? Meine Güte. Das hier ist jedenfalls der unterirdische Teil des Salzburger Hauptbahnhofs. Können hier mal so ein bisschen was einkaufen, was wir haben möchten. Sind da die Preise? Die sind ja nicht von schlechten Eltern. Alter Schwede, belegte Brote. 4,99 €. Sauerkraut-Tomate. Okay, wer es mag. Hammi McChem, das Rindfleisch, 12,99 €. Da oben so ein getoastetes, 8,99 €. Ich glaube, ich träume. So ein Cookie. Ihr kennt diese Kekse da? 5,99 €. Ich weiß jetzt nicht, wie die Preise in Österreich sind, in Salzburg, aber wenn die wirklich so teuer sind, alter Schwede, ey, wenn ich da jemals hinfahren sollte, ich glaube, dann nehme ich mir ganz viel von zu Hause mit, weil das sind ja wirklich, das sind nicht nur gepfefferte Preise, beziehungsweise Speisen, das sind auch gepfefferte Preise oder gesalzen, nehme ich auch immer. Käsekuchen, 8 € ein Stück. Ich glaube, ich stehe im Wald. Das gibt es doch wohl gar nicht. 8 € ein Stück Käsekuchen. Alter Schwede, ey. Der Kieferbrecher, ja, 15 €. Naja, wer das beißen kann, Prost Mahlzeit. Der hat einen breiten Maul. Okay, gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch so? Hier scheint ein Zeitungsstand zu sein. Dann holen wir uns mal die Bild. Die soll es ja wohl auch in Österreich geben, oder? Wird sie hier nicht geben, dann holen wir uns halt die Lokalzeitung, die es hier halt gibt in Salzburg. Was haben wir hier noch? Jetzt wieder der Veggie-Laden, der teure. Ja, ich denke, das war's so ziemlich. Hier gibt es noch einen Kaffee, der ist auf jeden Fall ganz wichtig. Was haben wir denn da? Ein Espresso, 3,50 €. Boah. Alter Schwede, du. Gewisse Arm. Naja. Wie gesagt, begeben wir uns zu unserem Zug und sehen zu, dass wir hier Land gewinnen. Hätte ich fast gesagt. Sehen zu, dass wir hier unseren Zug aufgerüstet bekommen. Und dann, das ist übrigens der EC 391 von Linz Hauptbahnhof über Freilassing nach Frankfurt Hauptbahnhof. Das ist heute unser Auftrag, hier unseren Zug bis nach Rosenheim zu fahren. Und ich würde sagen, wir verlassen jetzt gleich mal den Fotomodus und beginnen damit, unseren Zug aufzurüsten. Unser EC 391 über Prien am Chiemsee, Chiemsee wie auch immer vorne dran, habe ich die BR101 in Rheingold-Lackierung gepackt. Ich habe mir gedacht, das ist doch mal was ganz Feines. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Verlassen wir den Fotomodus und machen vielleicht noch ein schickes Foto, das würde sich eventuell anbieten. Und dann lassen wir den Fotomodus und rüsten unseren Zug auf. Dafür müssen wir natürlich erstmal hier den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Dann können wir die Türen rechts öffnen, Störung, die Störung. Zügellichter einstellen, das Ganze auf so mal ein Fernlicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht, aber das so, das brauchen wir auch nicht. Da müssen wir hier natürlich noch. Zack, da müssen wir noch aufstehen, weil wir müssen natürlich noch die Zugspitzensignale und die Zugsicherungssysteme einstellen. Als das wäre P der SIFA, P der B, LZB. Das Ganze auf weiß. So, dann sind wir hier im Wesentlichen durch. Die AFB müssen wir natürlich noch einstellen, ganz wichtig. AFB, So, AFB, dann machen wir das AFB. Ganze mal auf 40. Zack. So, und ich habe übrigens auch den Fehler gefunden, warum mein Mikrofon gestern so leise war. Ich hatte meine Webcam nicht angeschlossen. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Jetzt läuft das Mikrofon über die Webcam und das ist deutlich lauter, habe ich festgestellt. Und natürlich, ja, das finde ich sehr gut, dass sich das jetzt so ergeben hat, beziehungsweise dass es jetzt behoben wurde, weil gestern war es doch schon extrem leise. So, wir haben jetzt gleich Ausfahrt in 5 Sekunden. Schließen die Türen. Schließvorgang eingeleitet. So, dann würde ich sagen, auf geht's!
Letzte Station, Freilassing. Da kommt schon der RE in Form von BR111 und Dossos. Die ist ja zusammen mit, den, mit der neuen Strecke, also zusammen mit der neuen Strecke mitgeliefert wurde. Die habe ich ja gestern gefahren. So, 65. Traunstein, die war mehr höher heute, waren gar nicht nonstop. Und schließlich haben wir dann noch Prien am Schiedensee und schließlich Rosenheim, den wir dann gegen 8.53 Uhr erreichen werden, also in einer Stunde. So durch 100. 100. Des 1. März 2024.
Schutzstrecke hier. Sifa, Sifa. So, auf jeden Fall sind wir jetzt im Freilassing. Pünktlich sogar auf die Minute. Sifa, Sifa. Türfreigabe, Türfreigabe, Türfreigabe. Wunderschön. Rechts entriegeln. So, warum haben wir denn jetzt hier keine? Hm? Komisch, was ist denn jetzt hier los? Da dieselt noch eine wunderschöne Diesellok vor sich hin mit BR 363 und hier die 155 und dort noch ein RE abgestellt steht, der BR 111 hinten dran oder vorne dran, wie auch immer, und jede Menge Vorarlbergbahn da vorne, ihr seht es vielleicht. So, wir dürfen die Tür verriegeln. Schließvorgang eingeleitet. Wunderschön. Würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Und los geht's. Jetzt neblig. Nächster Halt, Traunstein. Sich nach wie vor. Sifa, Sifa. Wunderschön.
dass ich heute oder morgen oder spätestens am Wochenende die komplette Strecke fahre. Und ja, genau das tun wir jetzt. Von Salzburg über Freilassing über Traunstein und Schiensee bis nach Rosenheim. Also etwas über eine Stunde fährt man schon bis nach einem Punkt zum anderen. Das sind immerhin 89 Kilometer, insgesamt 13 Stationen oder Haltepunkte entlang dieser Strecke. Und wie gesagt, da ist man etwas über eine Stunde unterwegs. Auch mit einem Fernzug. Schöne Sonnenschein, der noch in Salzburg war, hat sich mittlerweile verabschiedet. Stattdessen haben wir hier Nebel, grauen Himmel, Wolken ohne Ende. Also bin gespannt, was da gleich runterkommt, wenn was runterkommt. Das ist ja auch nicht immer gesagt. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ja, das war die. Okay, da bin ich versehentlich dran gekommen, aber ja, muss auch mal sein, so zwischendurch. Jetzt hier gar nicht mal so schlecht. Moment mal. Nee, ist zu hell.
machen wir nämlich Folgendes. Scheiße. Das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich das anders haben, dass ich praktisch, naja, egal, dass er unter der Brücke durchfährt, ich da wieder Stopp drücke, aber okay. Ist jetzt nichts geworden. Man muss das ja auch alles mal ausprobieren, um zu wissen, wie das funktioniert. Weil der geht halt immer nach dem Führerstand rein. Warum, weiß ich leider nicht. Sie war. Ja nicht getan. Sie war. Gestern losgefahren, beziehungsweise das war unser erster Halt unserer Regionalbahn. Sifa. Die sind wieder eine. Also die sind hier stark vertreten. Jetzt aber, jetzt habe ich dich. Das wollte ich nämlich. Schön so auf einer Brücke. Das sieht doch wunderbar aus. Bei diesem Licht, bei diesem Nebel, einfach nur göttlich. Einfach nur göttlich. Moment mal. Moment mal. Hier runter. Hier runter. Das sieht doch wunderschön aus. Das sieht doch wunderschön aus. Moment mal. Sieht doch wunderschön aus. Ich muss diesen Ton vom Screenshot, den muss ich noch ausstellen. Geht mir tierisch auf die Nerven. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt glaube ich den voll machen. Oder war das der andere? Der voll, der leer. Alles so. Ja, ich glaube, so passt es. Also war das doch andersrum. Ich versuche es gerade nochmal. So sieht es doch wunderbar aus. Wunderschön. So, 100 nach wie vor. Gehört, da war noch so ein kleiner Ansagen dabei, so ein kleines Biss, was ich meine. Es ist nach wie vor sehr, sehr neblig, also da noch was runterkommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht sie sehr steil bergauf. Sie war.
immerhin noch 11 Kilometer bis Traunstein. Wechselspiel.
hätten wir soweit. Die erste Quartierpflicht. Ich hab's mir doch gedacht. Es war mir eigentlich schon klar, dass das kommt. Und was mir gerade ein bisschen säuerlich aufstößt, ist, dass wir so gar kein KI-Verkehr hier haben. Das finde ich ein bisschen schade. Es ist ein ganz normales, originales Fahrplan-Modus-Szenario. Ein Fahrplan-Szenario und wir haben nicht einen Zug hier als KI-Verkehr. Das finde ich wirklich ein bisschen traurig. Aber ja, kann man nichts ändern. Ne? Das ist leider spielbedingt. Der erste und dann auch noch BR 111 und RE. Wunderbar. Na gut, wir hatten einen in Salzburg direkt am Anfang. Kam uns auch einen entgegen. Will ich nicht sagen, das stimmt. Aber sonst so jetzt auf der ganzen Fahrt von Traunstein, von Freilassing nach Traunstein, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir da irgendwie großen Kreditverkehr hatten. Also Rush Hour war es nicht gerade am Frühmorgen. Aber ja. Sie fahren. Wir sind ja noch lange nicht in Rosenheim. Türfreigabe. Sind sogar überpünktlich. Das ist doch geradezu perfekt. So, dann öffnen wir mal rechts die Türen, die Damen und Herren ein- und aussteigen können. Zack. So. Schauen wir mal, was den Bahnhof von Traunstein an. Guck mal, da kommt schon der nächste Gleichverkehr. Wunderbar, jetzt geht's los. Wunderschöner Autozug. Traumhaft. Wunderschön. So, wir sollen wahrscheinlich eh bis 8.19 Uhr machen. Wenn wir dann erst Abfahrt haben, dann tun wir das auf jeden Fall. Traunreut. RB um 8.47 Uhr. Okay. Das wird ja wahrscheinlich die BR 111 mit ihr Dostos sein, die dann hier anhalten wird. Hier also Traunstein. Jetzt kein übermäßig spektakulärer Bahnhof, aber das ist es halt. So soll es hier aussehen, wenn es denn original ist, real ist. Für alle, die hier wohnen, die sich hier in der Gegend auskennen, gerne Feedback in die Kommentare, ob das wirklich hier so aussieht. Ob DTG das hier original nachempfunden hat, sowas geht hier gleich ein. Auch eine RB nach Ruhpolding. Also sehr viele Regionalbahnen hier gleich unterwegs. Hier sitzt der Fahrdienstleiter drin und stellt die Signale und so weiter und so fort. Weichen und hast du nicht gesehen. So, hier fährt gleich die Regionalbahn ein, haben wir ja schon geguckt. Pfeift hier mal ruhig, wenn es gleich ausfahrt. Und hier stehen wir dran. Green, Rosenheim, Frankfurt, das sind so die nächsten Ziele dieses Zuges. EC 391. So, 21 Kilometer bis Green. Auf geht's.
Wunderschön. Wunderschön. Das gibt sich aber gleich. Sifa, Sifa. So, wir haben nach wie vor so zugezogenen Himmel, möchte ich sagen. Also die Wolken sind sehr kompakt und dicht. Die Sonne ist im Moment nicht zu erwarten, aber ja, schauen wir mal, wie sich das Wetter so entwickelt auf im Laufe der weiteren Fahrt. So, wir dürfen auf jeden Fall 100 fahren, das tun wir auf jeden Fall schon mal. Und wenn wir gleich schon wieder auf 90 gebremst werden, aber ja. Sifa, Sifa. Tun wir das doch auch direkt. So. Macht ja keinen Sinn, jetzt auf 100 zu beschleunigen und dann direkt wieder zu bremsen. Dann können wir auch direkt nur bis auf 90 beschleunigen. Das Ganze dann abwarten und dann eventuell weiter beschleunigen. Und das macht mehr Sinn. Wunderschön. Das ist doch einfach nur geil. Einfach nur geil. Einfach nur wunderschön. Schön, so die Berge im Nebel, das ist wirklich traumhaft. Auch die Aussicht hier, also einfach nur wunderschön. Sifa, Sifa. Ah, jetzt kommt so langsam der Kaltverkehr in Schwung hier. Güterzug. Dazu gibt es im Übrigen auch ein Szenario. Da ist man mit einem Güterzug unterwegs, also man fährt hier nicht nur Personenverkehr, sondern auch durchaus Güterzugleistung. Sifa, Sifa. Szenario. Bonus. So nenne ich das jetzt einfach mal. Müsst ihr mir eventuell noch helfen, und zwar, man konnte doch immer so schön rauszoomen, ne? So richtig schön weit rauszoomen.
Irgendwie geht das bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Könnt ihr mir da vielleicht helfen? Weil das wäre echt schön, weil ich habe im Moment keinen Plan, woran das liegt. Ist das eine Einstellungssache? Habe ich da vielleicht was Falsches eingestellt? Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, lasst es mich gerne wissen. Es wäre für mich auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. So, ist Ziffer 100. Jeden Moment. Erstmal Ziffer drücken. Jetzt fahren wir nämlich gleich gar nichts mehr. Das war doch mal ein Eindruck und direkt die richtige Geschwindigkeit. Das schafft man auch nicht immer. Vor allem, wenn die AfB so ein bisschen empfindlich ist, dann ist man schnell mal ein paar 10 oder 20 km/h zu weit nach oben geprescht. Ich glaube, der Himmel klart so langsam auf. Deutet sich auf jeden Fall an, dass so ein paar Wolkenlücken, wenn man da oben mal so in den Himmel schaut, das ist, glaube ich, immer etwas klarer. Die Wolken verziehen sich so langsam. Das wäre natürlich schön, so als dürfen wir 100 immer noch, gleich 140, da war doch auch was von 130, oder? Hab ich geträumt. Das war tatsächlich real. Gut, alles klar. Dann haben wir das. Westdeutschland wohnen, die sagen ja anscheinend oder vermehrt Chiemsee zu. Ich glaube, das ist alles eine Aussprachesache, wie man das Ganze ausspricht. Ich glaube, richtig ist beides. Ihr könnt mich aber gerne korrigieren. Also wenn ihr meint, nein, nur Chiemsee ist richtig, dann lasse ich mich da gerne eines Besseren belehren. Aber ich meine, es ist auch Chiemsee erlaubt. Ich habe früher als Kind auf jeden Fall immer Chiemsee gesagt, wo wir dort Urlaub gemacht haben. In Bayern natürlich, wie gesagt, sagen wir dazu ganz klar Chiemsee. Ja, das muss auch jeder selber wissen, wie das ausspricht. Gemeint oder ist ja auf jeden Fall beides oder auf jeden Fall dasselbe. Der Ort Chiemsee, Chiemsee, wie auch immer. Also wir haben damals auf jeden Fall immer den Überseeurlaub gemacht. Das ist auch so ein Ort in Bayern. Der kommt hier auch auf der Strecke vor. Der ist hier durchaus vertreten, ein Haltepunkt. Und der Übersee, auf jeden Fall, habe ich damals als Kind immer Urlaub gemacht im Sommer. Die großen Sommerferien anstanden, dann war immer die Freude riesengroß. Und ihr könnt euch natürlich nur dreimal dürft ihr raten, wie wir da hingefahren sind, wie wir angereist sind. Klar, mit der Deutschen Bahn. Bei uns zu Hause in meiner Heimatstadt ging es los mit der BR218 und dem Silberling. Es war einfach nur geil. Meistens dann, damals auf jeden Fall noch in den 90ern, in Mannheim umgestiegen, in die BR103 und das war dann damals der Intercity oder Interregio, wie auch immer. Und ja, mit dem dann weiter Richtung Süden, Richtung Bayern gefahren. Es war auf jeden Fall immer ein riesengroßes Highlight. Ich habe mich gefreut wie Schnitzel. Es war auf jeden Fall wunderschön. Ich vermisse die alten Zeiten. Ich vermisse das wirklich. Vor allem die Züge von damals. Das sind einfach Kindheitserinnerungen. Ich glaube, das ist auch so ein Grund mit, warum ich heute so verrückt nach Züge bin. Warum ich so gerne spotte, warum ich gerne alles, was mit Züge zu tun hat, so gut finde. Es hat auf jeden Fall damit zu tun. Meine damaligen Urlaubsreisen immer mit der ganzen Familie und es war einfach immer ein absolutes Highlight.
wo man sich ein ganzes Jahr darauf gefreut hat, weil man wusste, hey, im Sommer geht's wieder los. Auf nach Bayern, auf nach Übersee, mit dem Zug. Wir sind jetzt ein ganzes Stück zu schnell. Es war auf jeden Fall wunderschön, das kann ich euch versprechen. So, 10 Kilometer, wenn ich jetzt richtig gucke. Ja, 10 Kilometer noch, oder? Ja. Jetzt hätten wir das auch erreicht. Dann haben wir noch den Halt in Rosenheim. Dort wird dann das Zugpersonal wechseln und das neue Zugpersonal inklusive Lokführer wird dann den Zug weiter bis nach Frankfurt fahren. Wird er wahrscheinlich auch über Nürnberg fahren, über München fahren. Na, erst München wahrscheinlich, dann Nürnberg, eventuell Stuttgart oder auch Aschaffenburg, je nachdem. Bin jetzt nicht ganz so fit in der Streckenkunde, aber München auf jeden Fall, Nürnberg, Stuttgart wahrscheinlich. Dann weiter nach oben Richtung Frankfurt. Endstation dieses Eurocity 371 auf jeden Fall Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Gebäuer da, also einfach wirklich eine traumhaft schöne Strecke, muss man wirklich sagen. Und man merkt, wir sind in Bayern, in Österreich, hier haben wir ordentlich Steigung. Die Berge lassen grüßen. Schon über 10.000 Punkte, dass wir mal in Rosenheim sind, werden bestimmt noch ein paar dazu kommen, dass wir hier ordentlich was für den Fortschritt der Karriere tun, des Levels tun. Ihr wisst, was ich meine. So, ist noch 6 Kilometer bis Prien. Dann haben wir noch die Fahrt bis Rosenheim. Da sind wir die ganze Strecke einmal abgefahren. Dann Salzburg Hauptbahnhof. 13 Stationen, 89 Kilometer bis Rosenheim Hauptbahnhof. Mit dem Fernzug. So, da fahren wir auf jeden Fall über eine Stunde. Jetzt stellt euch mal vor, ihr fahrt mit der BR111 den Dostus und haltet an jeder Station. Von Salzburg bis nach Rosenheim, da seid ihr locker das Doppelte unterwegs, mit Sicherheit. Also das nimmt schon ordentlich Zeit in Anspruch, die Strecke hier. So viel ist sicher. Sich so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also es sind ein paar Wolkenlücken zu erkennen, aber es ist jetzt nicht so, dass der Himmel komplett aufweist und die Sonne hier uns in die Führerkabine scheint. Also so ist es noch lange nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich das noch gibt oder ob das noch was wird bis Rosenheim. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Aber ja, wir haben ja noch ein paar Kilometer. Wir fahren ja gleich immerhin noch nicht mehr ganz 20 Minuten, eine Stunde, sage ich mal, bis Rosenheim, weil 8.53 Uhr sollen wir dort ankommen, 8.36 Uhr sind wir in Prien, also das sind dann nicht mehr ganz
20 Minuten, eine gute Viertelstunde, etwas mehr, fahren wir dann schon noch. Wir sollten noch mal langsam in die Bremse gehen. 1,4 Kilometer, das ist nicht mal zu weit. So. Sind wir schon. Oh, da steht wieder die 628. Ich glaube, die stand hier gestern auch schon. Türfreigabe. Türfreigabe. Ist nicht weit gekommen. Türfreigabe. SIFA. SIFA. Komm, helfen wir noch ein bisschen nach. Es geht ja immerhin ein bisschen bergauf. Nicht, dass wir hier gleich schon nur halb am Bahnsteig stehen. Das wäre nicht so geil für die Fahrgäste. Da sollten wir schon einigermaßen ordentlich hier am Bahnsteig stehen, sodass die Leute auch an allen Wagen ein- und aussteigen können. So, das ist der Ding schon wieder aus, der Hauptschalter. Habe ich irgendwie das Gefühl. SIFA, SIFA. Aber ja, das ist ja nicht das Problem. Ja, Hauptschalter ist wieder mal aus. Warum auch immer, egal. Fährt ja trotzdem los, das hatten wir ja vor ein paar Halten schon mal. So, da wären wir also in Prien am Chiemsee, wie auch immer. Ey, habt ihr das gesehen, wie der da um die Kurve geschleudert ist? Alter Schwede, der auch. Natürlich das an, das ist ja. Ey, wie fahren die hier? Sind die besoffen oder was? Und mit dem Kreisverkehr fährt man mit 30, ne? 20, 30 und. Alter Schwede, ihr habt doch gesoffen, ey. Alle Mann, ey. Ihr habt was genommen? Ich weiß nicht. Ihr seid schon nicht ganz sauber. Klar, ihr fahrt hier kein Autoscooter, ey. Das gibt's doch gar nicht. Guckt euch da an. Ist klar, Leute. Ihr habt wirklich. So, könnt ihr schön verriegeln, das tun wir. Schließvorgang eingeleitet. Ist doch selten dämlich, dämlicher Fahrgast. Gehe ich halt hier noch auf den Stuhl, Mensch. So, nächste Station Rosenheim. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so weit. Nur noch in Anführungsstrichen 17 Kilometer. Güterzug. Wunderschön, wunderschön der Sound, einfach nur geil.
Also der Sound ist einzigartig, wirklich. Die 101 ist einfach wunderschön. Es ist einfach so. Super zu schnell, um Gottes Willen. Das ganze Stück zu schnell. Es gibt wieder ein bisschen Punktabzug am Schluss in der Auswertung. Sie fahren. Aber dem ist dann halt so. Ich erinnere mich dann auch, wir sind dann damals von Übersee eingestiegen in den Zug und dann bis nach München gefahren oder nach Ruhpolding mit der schönen Regionalbahn. Das war auch N-Wagen, Silberlinge. Es war so wunderschön. Es war einfach nur schön, damals Zug zu fahren. Ich will nicht sagen, dass die Züge heute alle schlechter sind oder so. Um Gottes Willen, es gibt die 101, wunderschönes Schmuckstück. Es gibt die Vectron, es gibt die ICEs, also es ist wirklich, ich will das wirklich nicht schlecht reden, aber damals gab es wirklich wunderschöne Züge, das muss man einfach mal so sagen. Auch die Interrinos mit den bunten Waggons, die Silberlinge, die N-Bahn, die BR218, das waren alles Züge, da lenkt man sich heute die Finger nach, das ist einfach ein Traum gewesen, das ist einfach so. Es ist wirklich schade, dass es das heute kaum oder überhaupt nicht mehr gibt, das fehlt dann einfach, finde ich. Sie fahren. Es hat sich meine Kamera, meine Webcam etwas selbstständig gemacht. Also das muss ich dann nochmal prüfen. Das hält so noch nicht so fest. Aber ja, später. Sie fahren. So, und steht da nochmal wieder ein RE. War schon längere Zeit nicht mehr gesehen. In Dostos. Oh, die Ausfahrt. Wunderbar. So aus, als ob es bergauf geht, es geht aber tatsächlich bergab, wie ihr seht. 1,1% Gefälle haben wir hier. Das sieht überhaupt nicht danach aus. Also würde das nicht da stehen, würde ich jetzt nicht darauf kommen, dass wir hier bergab fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, man sieht es natürlich an dem Tacho. Der Zugkraft, weil er natürlich dagegen bremst, gegen anbremst, gegen den Rollwiderstand, also sonst zu schnell werden. Aber sonst würde man jetzt nicht unbedingt drauf kommen, dass wir bergab fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
Station des Zuges. Der fährt auch weiter bis Frankfurt. Aber das Zugpersonal, sprich wir, werden den Zug verlassen und das Zugpersonal an sich wird wechseln. Vielleicht für die Kollegen, die jetzt gleich weiter nach Frankfurt fahren,
dass das Wetter da wieder eventuell etwas besser wird, dass die mindestens wieder Sonnenschein haben. Das wünsche ich denen auf jeden Fall. Für uns wird es mit Sicherheit nichts werden. Oh ja, das ist immer so. Nichtsdestotrotz hatten wir, glaube ich, eine schöne Fahrt von Salzburg bis nach Rosenheim mit unserem Fernzug, mit unserem Eurocity 371. Sifa, Sifa. So, bleibe ich jetzt bei 80, bleibe ich nicht bei 80. Es sind immerhin noch 2 Kilometer bis zum Bahnhof. Das wird sich jetzt auch nicht mehr großartig lohnen, würde ich sagen. 60 gleich, dann wird es gleich ein gelbes vor zum Bahn. Bleiben wir aber mal einfach mal bei 80. Ich glaube, da machen wir nichts verkehrt. Sifa, Sifa. Zugbeeinflussung. Ist ausgesiefert. Wir öffnen die Türen ein letztes Mal und dann war's das mit unserer Reise von Salzburg Hauptbahnhof bis nach Rosenheim Hauptbahnhof. Die neue Strecke aus dem neuen DLC. Ich finde eine wunderschöne Strecke. Es war eine wunderschöne Fahrt, finde ich. Wenn es euch genauso gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht's. Macht am besten gar nicht. Hat es jetzt tatsächlich angefangen zu regnen oder? Nee, sah nur so aus. Ja, wie gesagt, wir können jetzt hier noch die Tür verriegeln. Da wird sich das ganze Szenario beenden, würde ich mal sagen. Schließvorgang eingeleitet. Das ist also Rosenheim. So, 260 Punkte Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir abgezogen bekommen. Das tut dem Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch. Ja, ihr seht es, Level 108 habe ich mittlerweile, Level 109 habe ich mittlerweile erreicht. Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim, Level 7
und DBR 101 Level 28 mittlerweile schon. 1 Stunde 5, 58 haben wir gebraucht für die ganze Strecke. Gefahrene Distanz sind wir 88,32 Kilometer, also es sind rund 89 Kilometer. Genau sind es 88,32 Kilometer, gelaufene Entfernung 1,6 Meter. Wir haben Platin erhalten, das ist doch wunderschön. Wir sind gefahren den EC 391 von Linz Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof auf dem Abschnitt Salzburg Hauptbahnhof bis Rosenheim Hauptbahnhof. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt einen schönen Freitagabend, habt ein schönes Wochenende. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dahin, bleibt mir treu, lasst einen Daumen nach oben da, lasst gerne einen Kommentar da. Schaut euch auch gerne mal die Kanalmitgliedschaft an. Ein Super Thanks war auch ganz schön. Lasst euch das Ganze mal durch den Kopf gehen und ich sage, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.